Hallihallo und herzlich willkommen zurück. Wir werden jetzt unser Fass verbessern, wie in der letzten Folge angekündigt. Und natürlich kann das nur Super Bee machen. Die Biene der Gerechtigkeit. Die Biene der Gerechten. Die Biene, die durch Nacht und Tag flattert. Und ich bin so schlecht da drin, sie anzupreisen. Komm, wir machen das jetzt. Okay, diese Hinterwäldler-Dingensteile sorgen dafür, dass die Fässer der Wahnsinn werden, hoffe ich. Der Wahnsinn. Gut gemacht. Okay. Wie jetzt? Hä? Wie jetzt? Ich dachte, wir müssen jetzt hier loslegen. Ich dachte hier, wir müssen hier Mods dingsen. Dingsenbumsen. Weiter so. Nicht? Ja, dann ziehen wir uns wieder um. Komm, lass uns überwachen. Also dann war das jetzt ja unfassbar Quatsch. Ja. Ich dachte, wir müssen jetzt hier Mods Zeugs machen. Waren jetzt meine andere. Die hier nehmen wir wieder. Ja, bin ich. Na gut. Ach so, ja, wir sind jetzt beim Konzert. Ich mache jetzt mal für diese Quest Audio mal ein bisschen lauter. Wem es noch zu leise ist, der müsste halt dann etwas lauter drehen. Sieht so aus, als wolltest du dich mit Fisco anlegen. Das wird nicht leicht. Ich muss ein paar Sicherungskästen um die Basis aufstellen, damit es laut wird. Die Kehrseite ist, dass sie von ein bisschen Overcharge angetrieben werden. Die ODs werden also angerannt kommen. Also stell ein paar Fallen auf, wie du es sonst auch machst. Lass es Buzz wissen, wenn du bereit bist, abzurocken. Was ist das denn? Okay, okay, okay. Also müssen wir jetzt doch verteidigen. Mit oder ohne Superheld? Ach komm, wir verkleiden uns nochmal als Superheld. Ich habe gerade neue Kleidung oder? Reinbekommen. Ah, nein, nein, du musst gar nichts sagen. Einfach anziehen. Ach, wir lassen das so kommen. Okay, wir müssen jetzt vor allen verteilen. Wir haben 125 zur Verfügung. Was haben wir denn? Was haben wir denn überhaupt an Fallen? Falle wechseln. Die haben wir ausgerüstet, die, die und die. Tesla-Spulen kosten 15. Würde es Sinn machen, dass wir die einsetzen? Lass mal kurz gucken, wie alles aufgebaut ist. Also gut, von wo kommen sie denn überall? Und hier oben wahrscheinlich auch, ne? Natürlich kommen sie von hier oben auch. Und laufen schnurstracks runter oder springen einfach rein. Das heißt, dann macht es ja nur Sinn, wenn wir da drin was postieren. Als kleine Verteidigung. Und dann kommen die von hier. Aber die Tesla-Spule geht ja nicht über Anhöhe. Das heißt, das ist doof. Korrekt? Korrekt. Und dann kommen sie von hier. Ah, jemine. Okay. Ich weiß nicht, ob ich diese... Das war die zum Gleiten. Ja, ich glaube, ich bleibe bei der Kombination. Ich glaube, die Tesla-Spulen helfen uns leider nicht so extrem viel. Okay, ach so. Ah, alles klar. Die können nur von da oben kommen, oder was? Ach nee, auch von hier. Ach, die können auch hier lang laufen. Ja, okay, dann macht es nur Sinn. Wenn wir das hier irgendwie verteidigen. Wie verteidigen wir das? Jedenfalls nicht mit der falschen Taste. Ich glaube, wir bauen mal so ein dahin. Wie das? Ach komm schon. Echt jetzt? Das? Ach, das geht auch nicht.
Ja. Dann heißt das ja im Umkehrschluss, das Ding verteidigen wir auf Gedeih und Verderb. Und sichern nur die anderen ab. Ob das hinhaut, ich weiß es nicht. Okay. Gut. Dann machen wir das doch jetzt. Dann lassen wir die Mitte mal außen vor. Hey, hier ist 2A Jack. Ich habe mein Inventar aufgefrischt. Komm und bring mir dein Overcharge. Nee, nicht die Büchse. Nee, nicht die Knarre. Den hier. Können wir den da hinsetzen? Ja. Ich versuch's. Das ist schön. Dann kann er wenigstens hier ein bisschen verteidigen. Noch 90. Da setzen wir auch einen hin. Der kann da auch versuchen zu verteidigen. Ich hoffe, dass die halt runterschießen. Langweilig. Ich weiß. Wir haben noch 55. Dann würde ich sagen, decken wir noch die Ecke hier ab, indem wir einfach da oben noch einen hinstellen. Wenn wir hier noch einen hinstellen. Ich versuch's. Ich habe keine Ahnung, ob das was bringt. So, wie viel haben wir noch? Was können wir uns noch kaufen? Wir noch einmal das. Und die Büchse der Pandora, die stellen wir da in die Mitte rein. Und hoffen das Beste. Und wenn nicht, dann machen wir in der anderen Runde. Ja, ich weiß. Wenn nicht, dann machen wir in der anderen Runde das so, dass wir das mit MGs alles machen. MGs kosten doch 25. Dann können wir, wie viel hatten wir? Ja, dann können wir 5 MGs aufstellen. Vielleicht hilft das. Okay. Dann würde ich sagen, ab zum Konzert, oder? Sieht so aus, als wolltest du dich mit Fisco anlegen. Ja, aber hallo. Es ist Zeit, den Nachbarn zu vergraulen. Na, dann vergraulen wir mal die Nachbarn. Check, check, check. 1, 2, check. Das war gut. Das ist eine Untertreibung. Du hast dein Kind mit Angina glücklich gemacht. Ist nicht so, als hättest du die Welt gerettet. Ja, ich hab eine Angina? Ich dachte, er hätte Krebs. Nicht schlecht, Kleiner. Ja, war nicht schlecht. Nicht schlecht. Wir brauchen ein wenig mehr Zeit, um alles vorzubereiten. Halte die ODs von der Basis fern und wir legen so bald wie möglich los. Okay. Hey, eine Sache noch. Lass die ODs nicht in die Nähe der Sicherungskästen. Die sind wahnsinnig empfindlich. Sie von den Sicherungskästen fernhalten. Verstanden. Was soll ich hier tun? Okay. Das wird hier gerade klein gemacht. So, kommen die von da oben? Ich bin müde. Nicht müde sein, verteidigen. Der Sicherungskasten wird angegriffen. Hä, wo denn? Da hinten. Ach, fuck. Okay, man muss erst mal lernen, wie die sind, wie die laufen und alles. Ach komm, klemmer dich doch daran. Keine bösen Buben. Wenn das Konzert nicht bald anfängt, hauen wir ab. Nein, gedulde dich einfach. Wendy arbeitet dran. Stimmt, Wendy? Das könnte klappen. Okay, das sieht gut aus. Zwergis, macht sie weg! Tut mir leid. Wir werden einen Sicherungskasten. Haben gerade einen Sicherungskasten verloren. Schütze die anderen! Was? Welchen denn? Die sind da einfach in die Mitte reinmarschiert. Diese Wichser. Entschuldigung, diese bösen Menschen-Dinger. Das ist doch kacke.
Okay. Wir sind fast bereit, nur noch ein kleines bisschen. Das gefällt mir so gar nicht. Schade, wir haben eins verloren. Oh, shit. Ist das Konzert ja, am Arsch? Mach meine Kinder nicht traurig, sonst mach ich dich platt. Jetzt können wir den da abbauen. Sieh dir meinen neuen Helm an. Jetzt ist eh egal. Das war ich. Oder auch nicht. Dann lassen wir den mal da oben. Keiner kann mich aufhalten. Nein! Oh fuck, falsche Waffe. Der Sicherungskasten wird angegriffen. Ist man den scheiß Sicherungskasten zufrieden? Ich bin sau cool. Scheiße, ist ärgerlich mit dem einen. Okay, 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 okay. Ja, die zwei werden gut verteidigt, ne? Falsche Waffe, Mann. Okay, wir könnten, hätten Siegfried etwas anders da postieren müssen. Ruhe. Ihr macht gerade Spaß. Was passiert denn jetzt? Meine Arbeit hier ist getan. Okay. Aha. Mary Poppins ist unterwegs. Erst dachte ich, du würdest sofort verrecken. Dann dachte ich, ich würde dich töten. Doch jetzt freue ich mich auf unsere gemeinsame Zeit, bis du stirbst. Das ist das Netteste, was du mir je gesagt hast. Ne, das Netteste kommt noch. Ich bring dich in die Fisco-Zentrale. Oh, ho, ho, ho. Doch sobald du drin bist, trennen sich unsere Wege. Gehen wir mit dir drauf, sind die Kinder so gut wie tot. Okay, ich glaube, ich habe einen Plan. Das war... na gut. Ich hätte es anders machen sollen. Ich bin fast an der Überführung. Gut, treffen wir uns da. Moment, erst haben wir eine Nebenquest. Und ohne, dass wir die Nebenquest erledigen, können wir nicht gehen. Haben wir sonst noch eine? Ne, nur die eine da oben? Okay. Dann gehen wir doch gleich mal zur Nebenquest. Ich mach die Musik. Ich lass die mal so. Die ist dann doch nicht so laut, wie ich dachte. Hallo, was ist das? Was für ein Zufall, Lazio. Ich wollte gerade anrufen. Ich hab nachgedacht. Schlimme Dinge passieren, wenn du zu viel denkst, Floyd. Ha. Das war überhaupt nicht lustig. Eigentlich ziemlich blöde. Arbeit an deinen Witzen. Nee, ich fand ihn gut. Du hast diesen Haufen kaputter Typen dazu gebracht, zusammenzuarbeiten. Also lass uns unseren Überlebensstolz zur Schau stellen. Ich habe eine Flagge der Vereinten Fraktionen gebastelt. Ersetze alle Fisco-Flaggen. Fisco-Schläger. Jetzt wird's aber interessant. Okay, machen wir. Lass uns das Stadtzentrum in unsere Hand bringen. Ja, richtig. Hast du eigentlich neue Waffen für uns? Erstmal munitionieren wir auf. Dass Fisco nur noch ein Dreckwert ist, oder? Die Welt naja, zu einem schöneren Ort. Abgesehen von diesen verfluchten Robotern. Beschissene, verfluchte Komm Roboter. Komm einfach zurück, wenn du mehr mordsvolle Accessoires brauchst.
So, wo müssen wir denn hin? Ja, das liegt ja alles bescheiden. Ja, dann fangen wir doch mal da ganz auf der Seite an. Einmal Flagge hissen. Da lang. Aber das ärgert mich, dass mit dem Ding hätte besser klappen können. Aber gut. Es hat geklappt. Ja, wir hätten... naja, gut. Mich ärgert, dass der eine Siegfried da oben, der hat permanent gegen die Mauer geschossen, scheinbar. Das war jetzt nicht so prickelig. Aber ist schon geil, wenn die dann voll ausgerüstet sind, wie die dann abgehen. Wo war denn das Ding zum Abholen? Da. Danke. Da ist die erste Flasche. Hoppala, hoppala, hoppala. Die nehmen wir mit. Doing, doing. Und auf geht's. Okay, Mist. Wo geht's jetzt lang? Okay, super. Und das nächste. Halt die Augen offen. Oh. Ich würde meinen vierten Nippel verwetten, dass Fisco seine Flagge nicht kampflos aufgeben wird. Korrekt. Aua, lass mich mal in Frieden. Hallo! Was wollen wir denn für eine Waffe? Ich habe für die irgendwie keine richtige Waffe. Ja, komm. Heilung! So. Okay, so einmal Falle, Quatsch, Falle, einmal Fahne. Hallo? Jetzt hör doch mal auf! Ach so? Was? Ach, treten, Diese Boxen sind in der Maschine her. Oh, oh. Ja, ja, ist ja gut jetzt. Was wollt denn dann noch kommen? Feierabend, Nummer 1 hängt. Ja. Klasse, das ist die erste Flagge. Nur noch zwei. Sehr gut. Ich habe aber fast keine Muni mehr. Wir gehen mal an dem hier vorbei. Jedenfalls nicht die Muni, die ich brauche. So. Ach, da unten ist er. Dann gehen wir hier runter. Du, Herr Jack, hi. Zu deinem Dienst. Einmal aufmunitionieren, danke. Du, Herr Jack, ist froh, dass er an deinem nächsten Blutrausch teilhaben kann. Ja, immer wieder gerne. Ihr Freunde, ich habe jetzt keine Zeit für euch. Ich muss Flaggen hissen. Ach komm, ey, was ist denn los? Warum stellst du dich jetzt gar wieder so blöd beim Springen an? Wo müssen wir denn da jetzt hin? Okay. Nein! Wohin jetzt? Und zack. Na komm hoch. Da ist die Flagge. El Flacco. Und rüber mit dir. So, jetzt holen wir uns das noch. Sehr schön. Und jetzt zur Flagge. Zur Flagge. Fisco,
konnte ich denn den jetzt nicht treffen? Hör mal auf hier, nervt mich nicht. Okay, hab's. Geschafft. Komm, geh drauf, du. Sieht gut aus. Ich weiß. Ich weiß. Nur noch eine. Da holen wir uns noch gleich das Ding da drüben. Und die Kiste, die zufällig gelandet ist. Sehr schön. Das ist doch ein Traum. Hoppla hopp. Und das nehmen wir auch mit. Obwohl das nicht immer so viel bringt. So, wo haben wir es hier? Drüben. Können wir da... Kommen wir doch mal hier runter. Gleich wieder aufs Dach. Und... Jetzt habe ich das Ziel übersehen. Ah, ne, da. Aber da. Wie, ich kann nicht auf den Baum springen? Sonst ging das doch auch immer. Ich werde hier getrollt. Hüp. Gut. Da warten sie schon, die Säcke. Komme ich denn da am besten hin? Oh, den nehmen wir mit. Komm schon. Keiner kann mich aufhalten. Ja, wenn du mal richtig hüpfen würdest, wie ich das will. So, hier sind wir. Hallo, Kollegas. So was, ey. Als ob ihr eine Chance hättet. Boot weg. Meine Flagge. So, dritte Flagge hängt. Uns gehört quasi jetzt die Stadt. Ist offiziell, wenn eine Flagge hängt, dann gehört einem alles. Das heißt, ihr müsst... Klasse! Ich kann es von hier aus sehen. Ich weiß. Nicht wirklich. Aber stell dir vor, wie stolz ich wäre, wenn ich es könnte. Aber wir sind noch nicht fertig. Wir Was? Müssen noch mehr Flaggen hissen. Komm zu mir, wenn du für die nächste bereit bist. Ach, super. Was haben wir denn da bekommen? Ist das eine Waffe für Nahkampf oder Fernkampf? Die hört sich nach Nahkampf an. Das ist eine Nahkampfwaffe. Was ist das denn? Impulsmine. Oh, guck mal, die ist richtig stark gegen alle außer die, aber die sind mir wurscht. Schiebt. Was schießt ein rundes Geschoss ab, das auf dem Boden haften bleibt? Daraufhin feuert es eine Reihe von Projektilen nach oben, die detonieren und ein. Oh Gott. Warum habe ich das nicht ausgerüstet? Das gefällt mir doch schon viel besser. Sehr schön. Aha. Ich habe davon nur 8 Schuss. Na toll. Ah, da hinten ist eine Munikiste. Die holen wir uns schnell und dann holen wir uns die nächste Queste. Und dann gucken wir mal, was dieser Schläger ist. Es scheint wohl doch eine Nahkampfwaffe zu sein. Also gut, ab zu Floyd. Ich denke auch, wir sind jetzt richtig allmählich wirklich im Finale des Spiels. Weil es hat ja schon geheißen, die kann uns dann zum Frisco, ne, Fisco-Gebäude führen. Und da wird dann das Finale starten. Gehe ich mal von aus. Dann heißt wahrscheinlich, wenn sie diese Schwelle überschreiten, dann können sie die nächste Zeit nicht mehr zurück. Dann wissen wir, okay, es ist soweit. So, jetzt gucken wir nochmal ganz schnell. Hast du jetzt eine neue Du dürftest die ja gar nicht haben. Ich hab die. Nahkampf? Ja. Was ist da? Okay. Schon allein aus Style-Gründen nehmen wir die. Oh, Entschuldigung. Ich glaube, ich mach nochmal Muni. Hey, beeil dich.
viel zu tun. Du, Herr Jack, ist froh, dass er an deinem nächsten Blutrausch teilhaben kann. Ich habe eine neue Kreation. Lass dich in meinem Meister. Okay. Dann machen wir heute mal eine kleine, kürzere... Willst du dir mein Arsenal anschauen? Nee. Das ist ziemlich groß. Wisst ihr, was wir machen? Bevor wir die Folge beenden, wir machen jetzt nochmal einmal das. Ich will das jetzt nochmal testen. Ja. Jetzt legt ein paar Fallen aus. Ich will das einmal nochmal testen. So. Die hier. Ach nee, Quatsch. Siegfried stellen wir nämlich jetzt hier hin. So dahin. Siegfried, der Große. Genau. Und den anderen stellen wir auch dahin. So dahin. Man kann ihn nicht da und dahin schießen. Und den anderen Siegfried, den stellen wir da oben ab. Da haben, ach, guck mal, da ist jetzt auf einmal auch alles frei. Ey, das ist natürlich doof. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber können wir vielleicht da jetzt was einstellen? Nee, ne? Geht immer noch nicht. Ah, diese Ecke, ne? Die ist furchtbar. Ist nicht meine Ecke. Nee, jetzt lass mich doch mal wieder hoch, Mensch. Okay. Ich weiß nicht, wie die Range ist. Wir stellen das mal dahin. So weit, wie es geht. Sorry. Ich weiß. Und die Büchse der Bandora. Der Bandora-Büchse. Büchsen-Bandora. Stellen wir mal dahin. Ja. So hin. Das rüsten wir wieder aus mit 7 Schuss. Und dann starten wir das jetzt mal. Und hoffen, dass es jetzt besser klappt. Keine bösen Buben. Ja, ist ärgerlich, echt. Das ist echt ärgerlich. Ich hätte mehr Energie. Gerne. So. Probieren wir es nochmal. So, kommen sie zuerst. Hier wieder, oder? Nö. Wo kommen sie denn? Hier oben. Okay. Setzen wir erstmal den hier. Jetzt kommt hier jede Menge. Du musst dich vom Pass fernhalten. Aua. Sie stehlen Overcharge. Halt sie auf. Kommen da schon wieder durch, ne? Kommen die denn da durch? Die laufen da einfach geradeaus durch, die Schweine. Okay. Verstehe. Sogar Flugeinheiten? Ja, ja, ich arbeite dran. Aber die... Aber das eine ist doch safe, oder? Ist immer nur dieses Fass hier. Okay. Klaut immer nur von dem einen Fass, oder? Weiß nicht.
War das jetzt gut? War das jetzt schlecht? Ich habe keine Ahnung. Nein, das war nicht gut. Okay. Okay, okay, okay. Okay, aber ich wüsste jetzt, wo ich es beim nächsten Mal hinstelle. Alles klar. Das sollte es jetzt aber mal für diese Folge gewesen sein. In der nächsten Folge sammeln wir wieder Flaggen. Ne, Quatsch, wir verteilen wieder Flaggen und nehmen die Stadt ein. Ich wünsche euch was. Bis dann.